herzlich willkommen zu dieser heutigen ECL B1 Prüfung. Ich darf uns zunächst kurz vorstellen, meine Kollegin Frau Werner. Sie ist vorwiegend für die Bewertung verantwortlich und ich bin Frau Radic. Und wir möchten natürlich auch wissen, wer vor uns sitzt. Sagen Sie uns bitte laut und deutlich zuerst Ihren Namen und dann Ihre Kandidatennummer, ja? Ich heiße Verena Martin und meine Kandidatennummer ist 176835449. Dankeschön. Ich heiße Frugina Mering und meine Nummer ist 176 4 2 3 8 7 2 3. Vielen Dank. Sie wissen, wir machen eine Tonaufnahme von dieser Prüfung. Also bitte, ich erinnere Sie noch einmal daran, laut und deutlich sprechen. Ja? Der Ablauf der Prüfung sieht so aus. Wir beginnen mit einem ganz kurzen Vorstellungsgespräch. Kennen Sie einander? Ja. Na, dann können Sie sich gegenseitig vorstellen. Ja? Dann kommen wir zum gelenkten Gespräch. Dort ist es ganz wichtig, dass Sie auch miteinander sprechen, Fragen stellen, die Fragen beantworten. Ja? Also das ist ganz wichtig. Und der dritte Teil ist nur eine Bildbeschreibung. Das ist dann monologisch. Ja? Ja, dann beginnen wir mit dem Vorstellungsgespräch. Ja? Ich heiße Verena und ich bin 14 Jahre alt. Ich besuche Bejarjanos-Panemos Gymnasium. Aber Sie können auch, ich dachte, Sie kennen einander. Ja. Ja? Dann können Sie Ihre Mitprüferin, also mit die andere Kandidatin vorstellen. Und so meine ich das, okay? So, sie heißt Frugi und sie ist 15 Jahre alt. Und wir besuchen die 9. Klasse. Wir haben unsere Deutschstunden zusammen. Sie heißt Dorina, sie ist 14 Jahre alt und sie ist auch eine meiner Mitschüler. Und wir sind gute Freunde, glaube ich. Wir treffen uns sehr oft und wir haben auch die Deutschklassen zusammen. Ja, und wir haben eine Trippe nach England zusammen. So, wir sollten zusammenleben vor 2 Wochen. Und, wo waren Sie da? In London. In London. Brighton. Das war sehr schön. Ja. Also das war ein Klassenausflug? Klassenumschulen. Wir treffen uns sehr oft und wir organisieren Programme. Zum Beispiel, wir gehen auch ins Kino manchmal. Ja. Und wir gehen shoppen auch zusammen. Ja, das ist, ich denke, für Frauen ist das immer etwas ganz Wichtiges, ne? Shoppen gehen, ja. Und wenn Sie so shoppen gehen, beraten Sie sich auch gegenseitig, also Sie möchten eine neue Hose oder ein Kleid kaufen und dann, du, das steht dir gut oder das nicht so, machen Sie das auch? Ja, okay, und dann ist man aber nicht böse aufeinander, wenn man Kritik bekommt. Nein, man sagt das offen und ehrlich. Ne? Okay, mit einem Satz, Dorina, ja. Wie würden Sie Frugina charakterisieren? Wie ist sie so als Klassenkameradin, als Freundin? So 2 Eigenschaften, die Ihnen besonders auffallen. Sie ist sehr freundlich und sie ist sehr gut im Geheimnis gehalten. Und umgekehrt? Ich glaube, sie ist sehr klug und auch sehr hilfsbereit. So, wenn ich einige Probleme habe, dann sie hilft mir immer. Ja, vielen Dank. Dann
kommen wir jetzt zum gelenkten Gespräch. Und bevor wir beginnen, müssen wir eine von diesen blauen Kärtchen ziehen. Wer hat die glücklichere Hand? Okay, Domina. 19. Ja. Na, dann wollen wir mal sehen. Gutes Thema. Essgewohnheiten. Wo essen Sie lieber? Zu Hause oder im Restaurant? Und warum natürlich? Ja? Gehen Sie manchmal in ein Schnellrestaurant oder Fastfood-Restaurant wie McDonald's oder Burger King? Ja? Und warum? Warum nicht? Kochen Sie auch selbst? Also, wenn ja, was für Speisen können Sie schon zubereiten? Und wenn nein, möchten Sie eventuell in der Zukunft kochen lernen? Und was essen Sie gern? Und warum? Also darüber sollen Sie zunächst also so miteinander sprechen, ja? Ja. Meiner Meinung nach, Essen zu Hause ist viel besser als in einem Restaurant, weil wenn man zu Hause ist, kann viele verschiedene Speisen vorbereiten und kochen, und wenn Familie miteinander und zusammen ist, das ist sehr gut, meiner Meinung nach. Du hast recht, aber Essen im Restaurant ist praktisch, weil du musst nicht die, die Teller und die Esszeug putzen, und du kannst auch Speisen bestellen, was du nicht immer und täglich essen kann. Ja, ich kann einverstanden. Und wir konnten über die Fastfood-Restaurants sprechen. Ich mag McDonald's, aber ich. Ich finde, sie sind sehr fein, und es ist etwas, wir kann nicht zu Hause produzieren. Aber es ist nicht so gut für den Körper, und sie sind Kalorienbomben. Ja. Und aber und es kann auch sehr teuer sein, wenn du jeden Tag im McDonald's oder Burger King isst. Und was ist deine Lieblingsspeise? Ich habe keine eigentlich Lieblingsspeise. Ich mag viele verschiedene Speisen. Ich mag Gemüse und Obst auch. Meine Lieblingsspeise ist gefülltes Kraut. und ich mag Gemüse, aber Obst nicht. Ich weiß nicht, weil. Ich weiß nicht. Und so, ja, ich esse Salate besser als eine Obstsalate oder einen Apfel. Und kannst du kochen? Nein, leider kann ich nicht kochen. Und, aber ich möchte kochen lernen in der Zukunft. Meine Oma ist ein sehr gutes Koch, und sie kann sehr viele Speisen vorbereiten. Und kannst du kochen? Ja, ich kann, und ich mag es sehr. Ich kann verschiedene typische ungarische Essen vorbereiten und kochen. Aber ich mag Backen auch. Und ich präferiere die Süßigkeiten. Und ich finde, Kochen ist ja wichtig, zum Beispiel im Familienleben. Ja, das war sehr interessant. Kochen ist, ich glaube, ist heutzutage wieder selbst kochen, ist heutzutage sehr aktuell. Was denken Sie, warum sollte man wieder sich mehr auf das sogenannte Selbst, also zu Hause kochen, konzentrieren, auch
die jungen Mädchen? Was denken Sie, Dorina, warum? Ich finde, gesunde Ernährung ist ein sehr wichtiges und populäres Topic ist. So, wenn man zu Hause kocht und vorbereitet die verschiedenen Speisen, dann kann eine gesunde Speise produzieren. Und es ist ja wichtig, finde ich. Und, auch, und wir sollen kochen lernen, weil wir in unserem futures Leben benutzen, die kochen. Ja, klar, in der Zukunft, wenn man später eine Familie gründet, ne, und dann vielleicht auch für den Mann dann kochen soll oder muss, ne? Ja. Weil es gibt dieses deutsche Sprichwort, die Liebe geht durch den Magen. Ne? An Sie hätte ich noch eine Frage. Sie haben gesagt, Sie essen lieber Gemüse und gar kein Obst. Überhaupt kein Obst? Nein, ich esse Obst jeden Tag. Meine Mutter sagt immer, dass ich etwas essen muss. Und ja, natürlich. Ich nehme einen Apfel und, oder eine Aprikose oder vielleicht auch eine Orange. Also, Sie mögen es nicht so besonders, ja. Aber wenn Mutti sagt, muss man essen, dann. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zum Teil 3 der Prüfung. Oh, ich muss das erste Mal. Moment. Ich muss das erste Mal. Da. Oh. Ja. Wir kommen also jetzt zur Bildbeschreibung. Können Sie das sehen? Ja, dann. Okay. Ich glaube, es gibt kein besseres Thema. Ne? Also, Sie sehen verschiedene Bilder zum Thema Hobbys. Und Sie sollen jetzt monologisch Ihre Gedanken anhand der Bilder zum Thema uns mitteilen, ja? Ja? Fushima, fangen Sie bitte an. Meiner Meinung nach, Hobbys sind sehr wichtig in unserem Leben. Das Leben heutzutage ist sehr schnell und wir müssen ein bisschen Zeit für uns und für haben. Zum Beispiel Musik hören oder lesen oder auch vielleicht Computer spielen. Ich finde, Lesen ist am besten, weil ich für Stunden zum Beispiel ein gutes Buch lesen kann und auch Musik hören damit. Aber Sport machen oder wandern ist auch sehr interessant. Zum Beispiel im Sommer Fahrrad fahren oder laufen oder joggen gehen und im Winter Skiing oder Schlittschuhe laufen. Ich finde Computer spielen, Computerprogramme in Freizeit sind nicht besonders gut. Ich finde, sie sind sehr, sie kann Sucht machen und abhängig sein. Und auch, sie sind nicht so gut für die Augen, die Blaulicht von dem Computer kommt und es stört die Augen sehr. Vielleicht muss man seine Zeit auch hier gut einteilen. Wie lange sitzt man dann vor dem Computer oder surft im Internet? Ja? Ich denke, ich sitze vor dem Computer 1 oder 2 Stunden pro Woche, aber viele meiner Freunde sitzen 3-4 Stunden pro Tag und sie haben nicht so viel Zeit für Lernen. Oder, ja, aber man kann das Internet auch nutzen zum Lernen. Zum Lernen, ja.
zum Beispiel Wörterbücher oder Apps für Sprachenlernen. Ja, was ist Ihr Lieblingshobby oder was machen Sie besonders gern? Lesen wahrscheinlich, wie ich gehört habe. Ich schreibe gern. Manchmal am meisten kurze Novelle oder ja, kurze Novelle. Toll, ja. Weiter so, ja. Na, gut. Dovina. Ich finde, Hobbys spielen eine sehr wichtige Rolle in unserem Leben und meiner Meinung nach alle Menschen sollen seine Lieblingshobby finden, weil es sehr wichtig ist. Und Hobbys kann zum Beispiel Musik hören sein. Musik ist sehr wichtig für mich, weil ich habe die Flöte für 6 Jahre gespielt. Und ich habe genau einen Lieblingssänger und ich höre seine Musik sehr oft. Computer sind auch sehr wichtig, weil wir die Computer in unserem Studierendenleben benutzen können. Und wir können verschiedene Webseiten wie Wikipedia oder Wörterbücher benutzen. Aber Sport ist auch wichtig, weil wir sollen unseren Körper benutzen. Zum Beispiel joggen oder Fahrrad fahren. Ich jogge immer wie 3 oder 4 Woche. Und ich treibe meiner Meinung nach ein neues und interessantes Sport und es ist Olympic Jump. Was ist das genau? Man soll auf einem Trampolin spielen verschiedene Übungen machen. Lesen ist auch sehr gut, weil man kann viele neue Informationen von Büchern lernen. Und ich mag lesen. Ich habe viele Bücher zu Hause, aber sie sind nicht so gut für unsere Umwelt, weil Papier. Und ja, aber ich denke, man benutzt heutzutage auch für die Bücher schon, also Altpapier normalerweise, wiederverwertbares Papier, ne? Ja, oder wir können E-Book benutzen auch und verschiedene Bücher herunterladen und dann lesen. Ja, aber es ist am schönsten ist ein Buch in den Händen zu halten. Ja. Blättern zu können, riechen zu können. Ja, vielen Dank. Und wir sind damit am Ende der Prüfung und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Genießen Sie dieses spätsommerliche Wetter. Ja? Alles Gute. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Auf Wiedersehen.